Der Hund macht das, was eigentlich ganz viele machen, wenn sie Hörbuch hören. Er ist eingeschlafen. Hi, ich bin's Anna. Freue mich, dass du da bist. Noch haben wir Tag 8 der Anna-Hörbuch-Challenge. Noch, denn es ist 11:30. Bald ist Geisterstunde. Dafür, dass ich heute Morgen dachte, da wird heute nichts. Ich bin so müde, ich bin so platt, ich fühle mich so ausgelaugt, ne? Bin ich dann auch gut vorangekommen. Aber was soll ich euch das jetzt lange erzählen? Kommt doch einfach mit mir durch Tag 8 der Anna-Hörbuch-Challenge. Guck mal, da wollte ich heute Morgen sportlich in den Tag starten, hier schön meine Ecke, und dann wurde es die Yoga-Übung der herabschauende Hund. Donnerstag ist Hunderunden-Donnerstag und da waren wir heute an der Gruppe 7 in Hahn unterwegs. Das ist so schön. Und ich habe einen Banktest gemacht. Mir ist nämlich was aufgefallen. Pass auf. Bank Nummer 1. Wunderschön. Das ist die Aussicht. Bank Nummer 2. Meint ihr? Na, ahnt das? Das ist die Aussicht. Wird nicht langweilig. Bank Nummer 3. Es waren wirklich immer verschiedene Bänke. Ich sag's nur. Bank Nummer 4 kommt jetzt auch. Habt ihr schon eine Ahnung, was jetzt kommt? Warte, pass auf. Aussicht? Ja, das ist der Aussicht auf die Grube 7. Bank 5 am besten. Abschluss der Runde. Lecker Käffchen. Und was natürlich nicht fehlen darf, ich mag balancieren. Ich kann es endlich wieder und dann muss ich überall drauf springen. Zu Hause habe ich noch einen Lifehack ausprobiert von TikTok. Guck mal. Zack, geschnitten, fertig. Naja, dann ging es ja doch nochmal runter in die Buchbar. Hier höre ich das Geschnittene ab und höre, ob es Fehler gibt. Und no, dann ist der Tag zu Ende. Und beim Abhören ist der Hund dann eben eingeschlafen. Ich habe ja noch so viel Kaffee getrunken. Ich könnte eigentlich ihn halt nicht machen. Aber ich bin alt und weise. Und ich werde die Vernunft siegen lassen. Der Computer ist schon aus, denn morgen früh geht's weiter. Und wir sehen uns dann an Tag 9 der Anna-Hörbuch-Challenge. Weiß übrigens immer noch nicht, ob ich das schaffen werde bis Sonntag, weil das ist schon noch einiges. Aber ich verliere ungerne.